führen, was momentan nur zwei oder drei noch imstande sind zu verführen. Das heißt, ja, auch so etwas stirbt aus. Esta madeira é para fazer os palitos. Aus dieser Holz Stäbchen werden dann Zahnstocher hergestellt. Já passou por vários passos, desde crescer até ser cortado e seco em forno de lenha, onde se come o pão. Es gab mehrere Etappen, bis die anschließend in einem Ofen, derselbe Ofen, wo man Brot backt, als diese Hölzer getrocknet hat, bevor dass die jetzt weiterverarbeitet werden. Depois de seco, normalmente seco em comunidade, porque não se secava só num forno de lenha, tinha que se usar em todos os fornos da aldeia, ou alguns fornos da aldeia, começavam então a fazer o trabalho de afiar o pau. Die Leute, die einen Ofen hatten, um Brot zu backen, haben ihre Ofen auch zur Verfügung gestellt, um die Hölzer zu trocknen. Und dann würden diese Hölzer weitergereicht und entsprechend von Damen verarbeitet worden, um daraus Zahnstocher zu erstellen. Normalmente, este trabalho era feito no final do dia, no início da noite, já à lareira. Üblicherweise haben die Damen, die diese Arbeit gemacht haben, erst wenn sie ihre eigentliche Arbeit beendet haben, das heißt, die haben ihre Abende nicht vor dem Fernsehen gehabt, sondern die haben, um ihren Lebensstandard zu verbessern, diese Arbeit teilweise bis in die Nacht hinein weitergemacht. Iluminadas à luz da vela e ao petróleo e tinham com o intuito de ajudar o agregado familiar. Die haben das im Kerzenlicht oder Petrolenlampen gemacht,